Jetzt hakt's aber ordentlich hier. Wollte die Waldfee. Wer ist eigentlich diese Waldfee? Hat die schon mal jemand gesehen? Und warum heißt die Holla? Ich weiß es nicht. Wohnt die vielleicht beim alten Schweden? Die freut sich immer wie Bolle? Ja, das sind Fragen über Fragen, wenn man Erde abbaut. Ist doch sonst auch recht langweilig, ne? Samen! Wie hat Samen gesagt? Oh, fröhliche Musik. Ja, da macht das Erdabbau noch doppelt Spaß. So, bewaffnet mit der Axt. Komm, den Baum haben wir uns zuerst versprochen. Wir müssen erst den abhauen. Auf ihn mit Gebrüll! Und? Zack. Oh, kriegen wir den. Natürlich nicht. Deswegen bauen wir uns mal ein bisschen hoch. So, dürfte reichen. Dürfte reichen. Jawohl. So. Dann machen wir den auch noch weg. Holz, wie gesagt, kann nie schaden. Solange wir die ganzen Setzlinge einsammeln. Ach, ihr kennt das ja schon. Ihr habt ja alle Folgen bis jetzt verfolgt. Folgen verfolgt. Klingt auch komisch. Ich bin Eindruck, dass Birk automatisch höher ist als Eiche. Na, vielleicht täuscht das auch noch. Wir werden uns noch bewusst Bäumchen setzen, auch um ein paar Akzente zu schaffen. Akzente, eines meiner Lieblingswörter. Akzente. Dann davor im Häuschen. Das sieht dann auch mal ganz schnuckelig aus, wenn da so ein Bäumchen steht. Und, ja. Macht euch da mal keine Sorgen, dass ich hier wahllos erstmal was abtrage. So, ein kleines Bäumchen. Gehen wir mal hier raus. Jetzt ist natürlich auch wieder so ein schöner Fleck entstanden. So. Den schließen wir auch mal gleich. Die Setzlinge natürlich aufsammeln. Und noch ein bisschen abtragen. So. So, oh, oh. Wer so sagt, hat noch nichts getan, ne? Würde ich mal sagen. Komm ich nicht dran. Ist auch ein blöder Spruch. Wer so sagt, hat noch nichts getan. Vielleicht hat man gerade auch was für fertiggestellt. Und man macht das nächste. Man hat so eine Liste mit den Dingen, die man machen soll. Und hat eins fertig und sagt, so, nächste. Aber das heißt ja nichts, wenn man nichts getan hat. Also manche Sprüche oder Weisheiten, nenne ich es mal in Anführungszeichen, sind nicht totaler Kappes. Wie bin ich heute in Redelaune? Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade eben noch ein Käffchen und das pusht manchmal ein bisschen. Manchmal geht das, fließt das so durch. Aber heute scheint es gewirkt zu haben. So. Da fliegen die Setzlinge raus. Die Löcher aus dem Käse. Denn sie geht's los. Oh, was zu futtern! Ein Apfel! Ein Apfel! Schnell hin! So, sehr gut. Ich brauchte dringend eine Vitamindosis. Und die habe ich jetzt bekommen. Oh, da ist noch ein Apfel. Komm, was soll's, ab in den Kopf. So, wir sind wieder voll aufgeladen. Da sind noch ein paar Setzlinge. Die schulde ich auch. So, ja, dann können vielleicht erstmal fallen, das dauert noch ein bisschen. Aber schaut, wir haben ein großes, richtig geiles Terrain geschaffen, wo wir halt das Häuschen erweitern können. Wir können uns hier noch ein, wir können auch noch ein bisschen weiter nach außen gehen. Das heißt, wir können hier auch richtig schön eine Plantage anlegen. Da vielleicht könnten wir schon mal den, wie heißt es hier? Ja, ein bisschen Samen sammeln. Samen sammeln. Das wäre auch schon mal nicht verkehrt, bevor es gleich wieder... Achso, ich bin auf, wäre auch friedlich diesmal. Auf jeden Fall haben wir jetzt richtig geil Platz. Im Prinzip, wenn wir wollen, können wir noch einen Fußballplatz bauen. Aber wir sollten, bevor wir uns sportlich betätigen, erstmal an unser Wohl denken, dass wir auch immer ordentlich Futter kriegen. Das sollte auf jeden Fall gewährleistet sein, weil auf diese Tiere, wie man sie nennt, können wir uns nicht verlassen. Komm ich nicht dran. Da sind noch ein paar Setzlinge. Blub, blub. Wenn ich das so sehe, wir haben echt keine Baum, also keinen Baummangel. Überall, wo ich hier hingucke, sind massig viele Bäume. Also die Map ist auf jeden Fall sehr baumreich. Kann man es nicht beklagen zumindest.
So. Alles klar. Herr Kommissar. Ach, guck mal hier. Habt ihr das gerade gesehen? Der rote Stern da hinten. Wo ist er? Weg ist er. Hoppala. Hinterm Baum, glaube ich. Da. Sieht doch Hammer aus. Hammer. Alles klar. Plateau ist geschaffen. Das heißt, wir können im Prinzip das Haus richtig, richtig, richtig groß machen und dann können wir uns unten noch eine Liebesgrotte reinmachen und dann können wir alle Playboy-Bunnies einladen und eine riesen, riesen Party schmeißen. Ja. Und Pyjama vor allen Dingen anziehen. Das ist mal wichtig. Eine Pfeife rauchen. Sonst könnte man nämlich alles hier in der Pfeife rauchen und das wollen wir ja nicht. So. Finden wir noch ein bisschen Samen. Mein Samen ist ja kein Problem. Sobald wir den, die Feldhacke erstellt haben, kriegen wir meistens auch, wenn wir das Feld ein bisschen bestücken, meistens auch dann schon etwas Samen dabei. Üse nach Feldhackenpreis mit drin. So, dich nehme ich auch mal mit. Schade, du willst nicht. So, gehen wir rein hier. Hauen uns kurz aufs Ohr. Halt, Tür zu. Halt, auch vergessen. Ach du heilige Mama. So. Holen wir jetzt mal hin. Gute Nacht. Und bis morgen früh. So. Da sind wir wieder. Und es kann weitergehen. So. Gucken wir mal. Ja. Was haben wir denn hier alles in der Truhe? Was haben wir denn hier? Also wir haben unheimlich viel Erde. Das ist schon richtig. Wenn ich das so sehe, wir könnten vermute ich mal sogar noch eine neue Truhe bauen. Die einfach mal hier hinzimmern kurz, weil... so viel Erde, wie wir haben, das ist schon gigantomanisch. Eigentlich können wir schon direkt zwei Truhen bauen, ne? Kommt das hin? Kommt das hin? Kommt das hin? Ja! Perfekt! Zwei Truhen. Die setzen wir einfach mal hier hin. Dann machen wir hier eine reine Drecktruhe draus. Oder Erde. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus. Oder warte mal, ich setze die woanders hin. Nein! Die mal hier hinsetzen. Ist das zwar alles ein bisschen... Das Bett können wir auch nochmal versetzen. Ja, wir räumen hier nochmal um. Das ist ja wie, wenn man bei Ikea einkaufen geht. Da baut man ja sowieso immer um. Achso, geht ja gar nicht. Ich kann ja die zwei Truhen nebeneinander setzen. Ah, ja, das war... Da war da was. Das sieht auch scheiße aus. Tut mir leid. Was ist, wenn wir das da oben machen? In die... Nein. Hier, da ist der prädestinierte Platz dafür. Achso. Das Bett sollten wir auch wieder hinstellen. So. Jetzt würde ich sagen, hauen wir den ganzen Dreck und Kladderadatsch mal hier rein. Was wir nicht brauchen. Ein 64er Stack würde ich allerdings gerne noch behalten. Für den Fall, dass wir den da unten brauchen. Und den 6er können wir auch noch verbrauchen hier. So, da haben wir da nur eine reine Drecktruhe. Hier würde ich mir natürlich auch gerne die Ingredienzien hier oben rein tun. Das heißt, Eisenbarren da noch rein. Da ist Sand. Da können wir das Sand auch noch hinpacken. Ja, Pflastersteine haben wir gar nicht so viele, ne? Wenn ich das so sehe. Nehmen wir die mal dahin. Das ist dann die Wolle. Dann können wir Holz hier auch noch rein tun. Die jute Birke. Dann haben wir noch Eichenholz. Das packen wir dahin. Ja, unser Holzschwert ist auch super sinnvoll. Soll's. Fürs Erste. Nehmen wir es nochmal mit. Ja, und die Birkensetzlinge und so weiter, die müssen wir auch da rein tun. Die Eichensetzlinge, schaut mal hier, wir haben schon 64 und 26, also ein kompletter 64er Stack an Setzlingen. Wir können uns einen Dschungel machen, wenn wir wollen. Einen ganzen Dschungel. Wenn wir wollen. Die Samen tue ich mal gerade hier rein. Ein paar Blümchen haben wir noch so. Da sieht es ein bisschen wieder aufgeräumter aus. Das Glas tue ich auch mal gerade hier rein. Sollten wir eigentlich Glas und Sand... Machen wir das mal andersrum. Machen wir es mal so rum. Ne? Dann sieht das so aus, dass hier das Erzeugnis ist und hier die Rohstoffe. Okay. Let's go, Leute. Let's go. Achso, wir machen uns noch am besten noch schnell eine Feldhacke. Dann kann ich den Boden mal umflügen. Kann ich noch ein bisschen Samen sammeln. Was haltet ihr davon? Sagt mal ja. Ihr seid doch alle auf meiner Seite. So. Pflasterstoff. Oder nehmen wir. Komm, wir nehmen das gute Eisen. Ja,
Ich habe doch gesagt, Eisen wollen wir nicht sparen. Wir werden auf jeden Fall noch viel Eisen bekommen. Da ist es schon. Zwei brauchen wir nur. Ist eine eiserne Feldhacke. So. Damit können wir dann auch das Eisen wieder zurück in die Truhe tun. Und keiner hat was gesehen, dass wir das nicht genommen haben. So. Einmal rausgehen. Hoppala, ich bin vom Mauspad abgerutscht. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch und hauen uns da mal ein bisschen am Boden. Und gucken mal, was da passiert, ob da was rauskommt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile nur so, dass das beim... Ich meine, das wäre jetzt nur noch so, dass das nicht mehr so funktioniert, dass das dann aus dem Boden rauskommt, sondern das geht nur mit Gras, glaube ich. Ich glaube, da habe ich mich gerade nicht gefahren. Jawohl, nur mit Gras. Hab mir die Frage gerade selbst beantwortet. So, hier machen wir uns auch noch einen schönen Einstieg in den, ja, nach unten. Solange wir noch keinen, ja, Zugang für den Keller haben, machen wir uns hier einen schönen Tritt, würde ich sagen. Was ist denn hier der ideale Einstieg? Hier könnte einer werden, ne? Habe ich natürlich jetzt schön zugemacht. Wie sieht das denn aus hier? Oder da vorne? Nein, wir machen das mal hier. So, zack. Ja, zack. Muss auf der anderen Seite sein. Moment. So. Jawohl. Hoch mit dir. Nicht so hoch. So. Und so. Das können wir hier noch zumachen. Ist hier eigentlich irgendwas Interessantes? Sonst würde ich sagen, machen wir es hier alles zu. So. Keine Gefahr aussetzen hier. Keiner Gefahr. Alles klar. So, dann kann der noch weg. Dann sieht das so unharmonisch aus hier. Füllen das Ganze mit einem Dreier-Stack. Ups, drei Blöcke hier auf. Nee. Aber die Idee war gut. So, das Ganze bis da. So. Können wir das hier auch noch zubauen? Hüpp. Können wir das hier auch noch zubauen? Jawohl. Muss man schon ein bisschen mit mir schimpfen. So. Jetzt haben wir hier einen schönen Eingang. Zack, zack, zack. Ja, komm. Du willst es doch auch. So. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Hier runter. So, das hatte mich beim letzten Mal schon gestört. Das sowieso. So. Ein bisschen von dem können wir auch mitnehmen. Wie gesagt, da lassen sich immer schöne Wege draus machen. Und wir haben Feuerstein gefunden. Damit lassen sich viele Feuerspiele machen. Und da vor allen Dingen lassen sich daraus auch Pfeile machen. Und es ist hier in rauen Mengen, also es kostet uns nichts. Dat und dat und dat und dat. Und dat und dat. So. Wird alles noch schöner gemacht. Was habe ich denn hier gemacht? Hier, was habe ich denn hier gemacht? Dann würde ich sagen, machen wir es anders. Jo. Wir sind ja flexibel, ne? So und so. Das ist unser Eintritt hier in die Hölle der Verdammten. Fürs Erste. Mal gucken, wie wir es sonst machen. Wie gesagt, wenn wir uns da ein Keller machen in unserem Häuschen, das wir erweitert haben, dann werden wir auch das im Haus die Möglichkeit bestehen, dann auch runter zu gehen. Und dann werden wir unten sehen, wo wir dann stehen. Haha. Mein Gott. Minecraft macht mich zum Poeten. Vor allem Poeten. Ist wichtig. So, machen wir hier noch zu. Und hier noch zu. Und so, und so, und so, und so. So, dürfte noch passen, ne? Eins können wir, glaube ich, noch. Jawohl, jawohl, Ska. Alles klar. So, im Prinzip können wir ja noch alles zumachen, wie wir wollen. Da sind wir flexibel. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch schnell. Da ist noch ein Erdklumpen, den holen wir uns auch gleich. Aber wir machen erstmal hier alles zu und dann haben wir noch eine riesengroße Fläche erstmal. Okay.